land of the free and the home of the Liebe Freunde, liebe Finde, liebe Friends, liebe Fuckers, liebe Fakis, liebe Fakrazi, Fakinios, Fakons und Fakracicki und vor allem Fakrakis, meine Freunde aus Griechenland. Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Stricker TV, die echte Tagesschau, unzensiert. Zumindest für ein paar Minuten. Was Facebook und YouTube mit mir machen, werden wir noch Erfahrung bringen. In letzter Zeit haben sie keine Freude an mir, also vor allem YouTube hat ein Video gelöscht. Nach meiner Meinung das beste Video, das ich bis jetzt gemacht habe überhaupt. Ich habe jetzt darum bei BitChute ein Konto. BitChute, was heisst, dass ich vor allem Rechtsradikale und Nazis und Antisemiten und so weiter unterwegs. Ich war jetzt einfach all die Leute unterwegs, die eine Meinung haben, die mit dem System nicht kompatibel ist. Der Vorwurf von YouTube ist, ich habe gegen die Richtlinie von der WHO. Der WHO verstoßen. Die WHO ist jetzt also eine neue Weltregierung, die darüber bestimmt, was man darf sagen und was nicht. Und man darf alles sagen, solange es sich absolut deckt mit dem, was die WHO denkt. Ehrlich gesagt, ich habe eine Einsprache gemacht bei YouTube, weil ich weiß gar nicht genau, auf welchen Satz sich die Leute beziehen, was genau ich soll falsch gesagt haben, was gegen die WHO spricht. Es heisst vor allem gegen die Massnahmen, also was sie da empfehlen, wenn man gegen Social Distancing und so etwas sage, dass man dann vor allem gesperrt werde. Schauen die Leute, ihr könnt so viel Social Distancing machen, wie ihr möchtet. Es ist sicher so, wenn man eine Grippe oder Corona abwehren will, ist Distanz etwas Gutes. Die Frage ist, zu welchem Preis? Oder? Und über das rede ich ja seit Wochen und seit Monaten. Was ist der Preis von diesen Massnahmen? Was kostet es uns? Zum Beispiel kostet es uns die Freiheit, unsere Meinung zu sagen. Und das ist das, was ich am meisten anprangere, nicht am meisten. Aber das, was am ganzen Bundesrat und am Parlament vorwerfen muss, ist, dass es einfach geschehen lassen, dass Schweizer Bürger zensiert werden, auf allen Ebenen, nur darum, weil sie eine Meinung haben, die nicht dem System entspricht. Zumaruga hat mal einen Artikel gepostet, vor einem Monat, einen Tweet abgesetzt, wie wichtig unabhängige Journalisten sind für unser System, dass Kritik wichtig ist und so weiter. Der hure Sonntagspredigten kann man da sagen, oder? Sagen, wie alles schön sollte sein, wie frei das man sollte sein. Aber die Leute vom Bundesplatz zerren, vom 6-Leute-Platz zerren und die Bundesräte schweigen einfach dazu. Und darum ist das eine Volksrepublik Schweiz, um die leben. Und das sind die grossen Führer im Bundesrat, oder? Die 7 Zipfelkappen. Und die haben grenzenlose Kritik verdient. Grenzenlose Kritik. Es ist verachtenswert, was sie machen. Und ich habe keine Hoffnung, aber ich hoffe, sie kommen. Ja, ich habe keine Hoffnung auf Gerechtigkeit, aber ich hoffe, sie kommen zu spüren über jeden Tag, was für ein Bullshit das da machen. Wie sie legendär beschissene Bundesräte sind. Die minste Regierung seit der Gründung der Eidgenossenschaft. Und jetzt können sie sich verstecken hinter den Massnahmen, andere Länder sind noch schlimmer gewesen und so weiter. Alles Habakuk, alles nicht wichtig, oder? Ich tue nicht einen Bundesrat daran messen, ob andere Regierungen noch mehr abkacken. Kommt dazu, dass viele Leute nur ähnlich abkackt haben und andere Länder haben es gut gemacht. Und ich sage es jetzt wieder, Schweden. Und jetzt ist etwas Unglaubliches passiert. Ihr könnt schauen unter Business Insider. Da ist eine Webseite, eine Drecks-Webseite eigentlich, voll auf Systemlinie anti-Boris Johnson, anti-Donald Trump, anti-Brexit, pro-Merkel, pro-Europa, also nicht Europa, pro-EU und so weiter. Sie gehören am Springer Verlag, lustigerweise eine englische Zeitschrift, aber jetzt haben sie einen Artikel drin gehabt. Ein wahnsinnig spannender Artikel. Und zwar Schweden steht wirtschaftlich am besten da. Ich kann die Grafik jetzt leider nicht zeigen, weil ich unterwegs bin. Aber da ist jetzt doch für gewisse Leute anscheinend erstaunlich. Weil in den letzten Wochen und Monaten haben wir immer gehört, wie die Schweden abschiffen. Und dass sie trotzdem genau den gleich grossen Schaden haben. Obwohl sie
keinen Shutdown gemacht haben. Oder schon mal die Logik ist schon birrenweich. Und dann hat man angefangen, die Schweiz mit Schweden zu vergleichen, hat Hochrechnungen gemacht und hat gesagt, ja, eben Schweden hat ja die, hat noch mehr Schaden. Und dann hat irgendwelche Hochrechnungen für irgendwelche Fuzis herbeizogen und hat die als Grundlage genommen, um zu sagen, ja, der Schweiz ist ja trotz dem Shutdown besser gegangen als Schweden. Und ich kann nur etwas sagen, selbst wenn sie so wäre, auch wenn sie so wäre, will doch niemand, was nicht ist, will doch niemand im Ernst behaupten, dass Schweden besser wirtschaftlich würde anstehen, wenn sie auch einen Shutdown gemacht hätten. Also was sie einfach probiert haben, ist, dass sehr exportabhängige Schweden in Relation setzen zu anderen Ländern und dann eben dort sagen, dass aufgrund der Relation zu anderen Ländern sagen, Schweden geht trotzdem auch genau gleich beschissen. Das ist nicht so. Und wie gesagt, nochmal, je weniger Shutdown, desto besser für die Wirtschaft. Aber so einen totalen totale Logik, so etwas Logisches gibt es nicht. 2 und 2 ist 4 und kein Shutdown ist besser für die Wirtschaft als ein Shutdown. Sogar so Mumpitz muss man auf YouTube und auf Facebook und auf allen Kanälen rausschreien, jeden Tag, weil es sonst nicht ankommt. Und es kommt trotzdem nicht an. Oder jetzt haben wir hier einen kritischen Artikel, also kritisch pro Schweden. Und jetzt kommen auch wieder 2000 Artikel, die scheiße sind. Und ich weiss es, ich kann euch wirklich sagen, ich weiss es nicht. Ich weiss, ihr sagt mir jetzt, das ist Weltregierung, Umsturz, bla bla bla. Kann alles sein. Ich tue mich jetzt fernab für eine Hypothese bewegen und ich mir einfach sagen, was für ein Irrsinn, unerklärbar, unerklärlich. Es sind total banale Sachen, wo auch jede Klavierlehrerin und jede Primarlehrerin, die jetzt Journalist ist, sollte irgendwie können begreifen, wo noch irgendwie eine Hirnwindung noch Erfahrung haben für die Tatsache, dass Shutdown wirklich, wirklich schlecht ist. Und man kann sagen, uneingeschränkt schlecht ist für die Wirtschaft, für die Welt. Täglich grüßt das Murmeltier. Oder? Man kann immer wieder auf andere Arten das Gleiche sagen. Und wisst ihr was? Ich habe mich jetzt auch darauf verschworen, das so zu machen. Weil die Gegenseite lügt immer der gleiche Scheissdreck zusammen. Ich habe gedacht, mach es doch mit der Wahrheit gleich. Erzähl mir einfach immer die gleiche Wahrheiten. Immer wieder. Menschen sterben in der Schweiz mit 84 mit Corona. Sie sterben in Schweden mit 86 mit Corona. Obwohl die Lebenserwartung 82,3 Jahre ist in Schweden. Also, statistisch gesehen, lebt man. Ciao! Statistisch gesehen, lebt man 3,7 Jahre länger, wenn man Corona hat. Ich sage nicht, dass es so ist. Aber die Statistik gibt das her. Und wenn ich ein Massenmedium wäre, meine Yoga-Kolleginnen und Kollegen haben jetzt alle auch für Abend ihr Tee getrunken, jetzt läuft alle mir vorbei. 3,7 Jahre älter wird man. Und wenn man die gleiche Lügenpresse auffahren wie die Gegenseite und einfach jede Statistik so verzerrt, dass sie zu der eigenen Gunst ist und jeder Ausschnitt aus der Statistik so wertet, dass sie maximal panikmindernd ist, dann müssen wir jetzt sagen, jawohl, holt euch Corona ab, weil dann lebt man 3,7 Jahre länger. Nein. Holt euch nicht Corona ab. Ich selber will mir Corona abholen, weil die Alternative für die Impfung war und ich habe dann lieber Corona als die Impfung, weil bei Corona weiss ich statistisch, dass ich einfach nicht sterben werde und bei einer Fast-Food-McDonalds-Impfung, wo da in 6 bis 18 Monaten auf den Markt geworfen werden, hat man einfach keine Ahnung. Und ich habe zwar nicht vor, zum Kind zu haben, aber wenn ich ein Kind habe, soll es 3 Köpfe haben. Und darum lieber Corona auf dem natürlichen Bildungsweg einfangen. Ho, so geht gut durch, ich bin entspannt. Ihr merkt, ich bin weniger heissig als sonst. Es war ein Artikel über Portland. Müsst ihr mal im Spiegel lesen, wenn ihr kotzen wollt, lest den Spiegel. Dort schreibt es eben in Portland, wo wir wissen, oder in Seattle, dort haben die Linke wirklich Hochburgen errichtet. Die heissen die Job oder so. Das sind wirklich autonome Zonen,
wo die Polizei nicht mehr reingekommen ist, wo niemand mehr reingekommen ist, wo Leute umgebracht worden sind. Und das sind wirklich so wie Christiania, oder wie das heisst, da in Dänemark. Das ist jetzt richtig zum autonomen Staat und das ist jetzt, glaube ich, am Auflösen oder am aufgelöst werden oder ist schon aufgelöst. Aber in Portland, das ist also eine Hochburg von der Antifa, wo wirklich viel Gewalt unterwegs ist, wo sehr viel Bullshit passiert. Und jetzt hat der Trump das erste Mal angefangen zu reagieren, als Präsident seine Verantwortung dafür zu sorgen, dass nicht Unrecht regiert. Und der Spiegel wird den Artikel lesen. Dass man hat das Gefühl, der Trump ist der grösste, blutrünstigste Präsident, den Amerika je gesehen hätte. Aber der heilige Obama und seine heilige Maria Michelle Obama, zwei Kriege angefangen, 100'000 Tote zu verantworten, wahrscheinlich hat es mehr als zwei Kriege angefangen. Aber der Bush hat zwei angefangen, Obama hat mindestens zwei, nämlich Syrien und Libyen angefangen. Und 100'000 Leichen, die Flaschen ihren Weg, Drohnenkrieger gefunden, der Trump führt es weiter, wenn wir nicht schön reden. Aber man kann sagen, der Trump hat zwei Kriege beendet und ja, der Obama ist der Heilige und der Trump ist der Teufel. Es ist unglaublich, wie flach die Medienberichterstattung ist. Und habt ihr euch schon mal überlegt, wenn ihr das letzte Mal die Zeitung aufgeschlagen habt und ihr das Gefühl habt, dass da die Welt abgebildet wird? Ich mag mich nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal die Zeitung aufgeschlagen habe und habe gefunden, ja, so ist die Welt. Ich habe die Webseiten aufgeschlagen oder angeklickt. Ich bin mir in ein Paralleluniversum eingedrungen, wo von Rassismus grassiert, wo man am Rand des Dritten Weltkriegs steht, weil der Putin jetzt eine Atombombe fallen lässt. Firmen, die nur Scheiße bauen. Das Klima, wo jetzt in die Sonne explodiert oder so ungefähr. Vergleichbare Sachen passieren. Und dann geht man raus in die Welt und sieht, wisst ihr, was man sieht? Raus in der Welt. Frieden. Frieden. Menschen von allen Nationen und Herren Länder und Ethnien. Da übrigens ganz viel. Fremde Ethnien, darf man das sagen? Ist das rassistisch, wenn man fremde Ethnien sagt? Man muss aufpassen. Der Spiegel schreibt nur noch von People of Color. Weil anscheinend ist farbige Menschen voll daneben. Aber wenn man es wortwörtlich übersetzt, dann ist es voll okay. Sogar die Spiegeljournalisten wissen nicht mehr, was man darf sagen. Und darum orientieren sich einfach an CNN, orientieren, die genau gleiche Bullshit erzählt wie sie. Und die sagen im Moment halt People of Color. Und darum schreibt der Spiegel auch People of Color. Kennt ihr die euphemistische Tretmühle? Ich kann euch sagen, in 2 bis 3 Jahren ist People of Color voll out. Das ist ja so. Früher hat man das N-Wort gebraucht, dann hat man das andere N-Wort gebraucht. Dann hat man gesagt, Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter. Die Rasse darf man nicht mehr sagen, jetzt sagen wir Ethnien. In ein paar Jahren haben wir damit nie nicht mehr sagen. Weil das ist die euphemistische Tretmühle. Wenn das Problem im Kern nicht gelöst ist, wird jedes Wort wieder eine negative Konnotation bekommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und darum hat eben statt Ausländer, hat man gesagt, Menschen mit Migrationshintergrund. Und das sagt man jetzt auch nicht mehr. Jetzt sagt man halt, wie sagt man halt? Ich weiß auch nicht. Ich kenne das neue Wort noch nicht, weil es ist schon immer positiv konnotiert, dass man wieder etwas anderes erfinden oder eben so ein Problem lösen. Wobei ich nicht sage, dass Ausländer das Problem sind. Im Gegenteil, Ausländer sind eine Bereicherung. Aber sie müssen halt in einem Umfang stattfinden, dass ein Volk oder eine Nation oder eine Bevölkerung nicht überfordert ist, damit es keine Ghettobildung gibt, wie in Paris zum Beispiel oder in Marseille oder auch stellenweise in Berlin. Oder? Und die Schweiz hat das voll im Griff. Da können wir stolz sein auf unsere Schweiz, wie gut wir die Leute integrieren. Eine unglaubliche Integrationsleistung. Ich glaube 23% Ausländer oder so. Und ich habe gelesen daran, eine gute Theorie gehört, ein Hauptgrund dafür, dass es so ist, ist natürlich, dass wir wirtschaftlich gut dastehen oder gestanden sind, weil die Zeit ist ein bisschen vorbei. Und der zweite Grund ist unser Lehrsystem. Das heisst, früher hat man eigentlich in den meisten Ländern kann man nur dann wirklich Karriere machen, wenn man studiert. Und in der Schweiz, bei diesem semipermeable Netzwerk, dass man quasi aus einer Stifte raus noch eine Weiterbildung machen und vor allem sogar mit der Stifte allein sich einfach auch später selbstständig machen. Durch das haben wir, und dass ein 15-jähriger oder 16-jähriger Ausländer gezwungen ist, mit irgendwelchen Appenzeller, Handwerker zum Beispiel, jetzt seine Malerlehre machen und am Mittagstisch sitzen und einfach die Schweizer Mentalität einzugen und ich mitbekommt, wie wir drauf sind, im Guten wie im Schlechten, das tut einfach sehr, sehr gut zusammenführen.
Während halt in vielen anderen Ländern da wie Spaltung gibt. Die Ausländer haben keine wirkliche Perspektive, können nur so Hilfsbotendienste machen, irgendwie Pizzakurier oder Putzen oder weiss ich was. Und weil das überhaupt keine Permeabilität hat, überhaupt keine Durchlässigkeit in dem System, gibt es eben dann die Ghettoisierung, die Frustrationen, die Unzufriedenheit. Und das ist in der Schweiz nicht. Und auf das können wir wirklich stolz sein. Und ich bin froh, gerade jetzt in Zeiten von Lockdown, bin ich froh, dass wir Ausländer haben. Oder? Wenn ich nur noch mal Schweizer Küche fressen und nur noch Schweizer Köpfe anschauen. Ich habe übrigens schon Jahre vor Corona gesagt, die Schweiz ist ein Traumland. Aber wenn man nicht mehr in die Ferien gehen könnte, dann wäre es ein absolutes Horrorland. Also wenn ich nie mein Land dürfte verlassen, wäre die Schweiz nicht meine erste Wahl. Wenn ich aber die Schweiz als Hub nehmen kann, um Geld zu verdienen, um eine neue Zukunft zu haben, um irgendwo schöne Ferien zu machen, um ein paar Monate im Ausland zu verbringen, dann ist die Schweiz super. Man hat einen sicheren Hub, wo man stabil Geld verdient. Man kennt natürlich auch das Justizsystem, man kennt die ganzen Gesetze und so. Es hat relativ wenige illegale Korruption. Wir haben sehr viel legale Korruption bei den Ämtern, über die wir gar nicht reden, da haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Aber wir haben sehr wenig illegale Korruption, das heisst, man kommt einigermaßen gut über die Runden. Man zahlt viel Steuern, aber immer noch weniger als in vielen anderen Ländern. Und darum ist die Schweiz ein super Hub. Aber ich denke, dass ich bei diesen Biedermeiern, die ich umzingelt bin, müsste ich bleiben, für immer, bei diesen Biedermeiern, die sich in Corona-Zeit als die miese, fiese, elendige, erbärmliche Denunzianten herausstellen, wo ich sage, der absolute Horror. Und dann ist es eben schön, dass wir in einem Land leben, wo auch Menschen und Kinder mit einem Migrationshintergrund und einer Hautfarbe, die nicht so schweinefarben ist wie meine, einfach nachher dort unser Gesamtbild dort bereichern. Und trotzdem finde ich halt, wenn Donald Trump findet, ja, er wird keine Anarchie zulassen in den Strassen, wo Linksfaschisten regieren, dann sollte man einfach mal sich so Mühe machen, einen ausgewogenen Artikel zu schreiben. Aber ich weiss, wenn ich das letzte Mal einen ausgewogenen Artikel gelesen habe im Spiegel, weil die haben ja keine Wetterprognose. Wenn es einen Wetterbericht hätte, würde ich sagen, gäbe es eine gewisse Chance. Vielleicht bei den Sportresultaten ist der Spiegel recht objektiv. Nicht bei der Berichterstattung über den Sport, das geht zu einem sehr beschränkten Umfang noch gut im Spiegel, aber wir sagen mal, die Sportresultate sind recht gut. Der Börsenkurs, der stimmt glaube ich auch ziemlich im Spiegel. Und der Rest ist nur Dreck. Ja. Man muss so sagen, ich habe lange gesagt, Lügenpresse ist das falsche Wort, das ist Lügenpresse. Ich bin nach wie vor der Meinung, Lügenpresse ist der bessere Begriff. Nicht von mir, es gibt ein Buch auf Amazon erhältlich im Moment noch, wo Lückenpresse heisst. Ich weiss nicht, wie der Autor heisst, ihr könnt es gerne nachschauen. Und der hat das sehr gut beschrieben. Die Medien sind einfach weg. Aber mittlerweile muss ich sagen, sie tun so tendenziös Sachen ausblenden und weglassen, dass man wirklich muss sagen, es ist einfach gelogen. Oder Now hat zensurieren, wenn jemand auf einen Backlink hinweisen. Also auf Zahlen hinweisen, wo man zum Beispiel rein objektiv sagt, Now hat geschrieben, 98% der Spitalbetten seien am 12. April voll gewesen. Und jemand recherchiert ein paar Minuten und findet die Ärztezeit, wo drinnen steht, dass etwa die Hälfte, etwa 730 von 1500 Betten oder so. Nein, ich glaube, 730 Betten sind noch frei gewesen von 1500, also knapp 50%. Er postet dann, wird gelöscht. Er postet es wieder, wird wieder gelöscht. Er postet es wieder, wird wieder gelöscht und so weiter. Und das Gleiche später auch noch beim Blick. Die Nachrichten werden aussortiert. Oder? Und darum kann man sagen, ganz offiziell, Ringier, Tamedia ist Dreck. Und das beste Zitat der letzten 10 Jahre, das wichtigste Zitat, das wichtigste politische Zitat, hat der große Existenzialphilosoph gesagt. Und er hat gesagt, Fake News ist der Volksfeind. Gesagt hat es der gelbhörige Donald Trump, weil ich gerne darüber rede, der Yellow Man, oder? Der hat gesagt, Fake News ist the enemy of the people. Und das muss man so sagen. Die verfickten Medien sind der Volksfeind Nummer 1. Weil wenn die dauernd falsch berichten, können wir nicht mehr objektiv urteilen, welche Partei wir wählen sollen und in welcher Sache wir sollen wie abstimmen. Oder? Und darum muss man sagen, Betreiber von Tamedia, von Ringier, die 100 Millionen Franken-schwere Familien, wenn nicht Milliardäre, die sind der Dreck. Und wenn die über den Blocher sagen, über das jetzt, der Blocher fordert jetzt, glaube ich, 2,6 Millionen Franken zurück, die er eine Pension verpasst hat, weil er glaube ich, dem Staat nichts mehr schenken will. Ich habe voll Verständnis für das, obwohl ich sehr viel Unverständnis habe über vielen, was der Blocher gemacht hat in der Vergangenheit.
Aber dass er lieber die 2,6 Millionen nimmt und dann gescheiter verschenkt, als der Staat macht im Moment. Weil der Staat lässt es wirklich nur die Scheisse durch ab. Jetzt kommt der Ringier, Blick und so, macht serielle Artikel darüber, was der Blocher für einen geldgierigen Sack ist oder weiss ich nicht was. Nur zum Sagen, der Blocher kommt keine Unterstützung über für seine Gratis-Zeitungen, wie es Tamedia und Ringier mit seinem Bundesrat ausgelobt haben, einen Weg gefunden haben, ihn auszuboten. Und der Weg war, dass sie gesagt haben, ja, wir geben halt Gratis-Zeitungen nichts geben. So kommt halt 20 Minuten auch nichts über. Dafür schieben sie einfach das ganze Geld an der Tamedia in den Arsch im Namen des Tagesanzeigers. So läuft das. Oder so läuft das. In so einer Dreckswelt leben wir auch in der Schweiz. Ja, das war ein sehr romantischer Schlusswort. Da muss für den Moment glaube ich lange. Schaut, da ist die Altstadt von Wiel. Unverwüstlich, glaube über 500 Jahre alt. Da hat so, seht ihr da, so dünne, enge Häuschen da, sieht man da. Und der Kopf auf die Seite tut. Ich muss dort sein zum Wohnen, wo Social Distancing absolut unmöglich ist. Ich meine, dort ist total die Epidemie ausgebrochen. So, genug geredet, schaut da, so eine Welt leben wir. Jetzt muss man doch die Kärtchen anlangen. Ich meine, gibt es Schmierinfektionen? Ist es nicht schlecht, nicht gerade eine besonders gute Idee, die schmierinfizierten Kärtchen anzulangen? Genau. Aber Moritz geht's gut. Ich würde so gerne das System ficken. Und ich gebe mir Mühe. Ich mache alles, was ich kann. Ich hoffe, ihr macht es gleich. Im friedlichen Rahmen versteht sich natürlich unter Einhaltung der Gesetze. Nicht von der nicht von der Volksrepublik Schweiz, aber von der Schweizer Eidgenossenschaft. Habt eine Sorge, habt eine liebste Sorge und streichelt, was immer euch in die Quere kommt. Solange es gewünscht wird. Ciao miteinander, habt eine Sorge. Und denkt daran, Corona ist vor allem ein Bier.